Tornado Stream. Hallo und herzlich willkommen zu einem Tornado Stream. Wir spielen heute Battlefield 1, die Kampagne, aber jetzt nicht die ganze Kampagne. Gehen wir mal rein. Ich habe das ganze Ding nämlich jetzt durchgespielt und habe mir so gedacht, ich spiele den aus meiner Sicht, sage ich mal, den coolsten Teil nochmal. Und ich fand eigentlich hier ditte, nichts steht geschrieben. Also diesen Teil fand ich ganz gut. An sich vorweg fand ich ziemlich kurzweilig, aber wir spielen jetzt einfach mal das hier, weil das mit der Frau fand ich ganz interessant. Bevor ich nach Frankreich kam, tobte in den Wüsten Arabiens ein Aufstand. Die Beduinen führten dort einen Krieg, der sich gänzlich von allem unterschied, was wir aus den Gräben kannten. Mit kleinen, beweglichen Einheiten forderten sie die Macht eines Großreichs heraus. Vereint durch die Vision eines einflussreichen Kriegers. Eine Vision von Freiheit und Veränderung. Alles klar. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Von vorne. Rennen in die Schlacht. El Adar, Mesopotamien, Frühling 1918. Der Erste Weltkrieg beherrscht den Globus. In den Wüsten des Mittleren Osten rebellieren arabische Stämme gegen ihre historische Unterdrückung, das Osmanische Reich. Um den Aufstand niederzuschlagen, setzen die Osmanen ihre modernsten Technologien ein. Die vernichtende Artillerie, Kampfflugzeuge und Panzer des Reichs greifen die Rebellen an, die mit Gewehren von Pferderücken aus kämpfen. Spannend. T.E. Lawrence, ein unkonventioneller britischer Offizier, arbeitet mit einer kleinen, aber mobilen Rebellentruppe zusammen. Da sie die osmanischen Streitkräfte nicht direkt bekämpfen können, müssen sie einen anderen Weg finden. Ladebildschirm. Die arabische Wüste. Ein gewaltiges Meer aus Sand und sonnenverbrannten Felsen. Und unter den endlosen Dünen Öl. Schwarzes Gold. Der Lebenssaft eines neuen, mechanischen Zeitalters. Seit mehr als 400 Jahren herrscht das Osmanische Reich über das Land und all seine Schätze. Doch nun regt sich Widerstand. Kleine Banden aufständischer Beduinen haben sich zusammengetan, um das Reich zu stürzen. Sie kommen ohne Warnung und verschwinden dann in der Wüste. An ihrer Seite kämpft ein einsamer britischer Offizier, dessen Heldentaten in aller Munde sind. Die Welt gab diesem Mann den Namen Lawrence von Arabien. Nichts steht geschrieben. In der Wüste braucht man eine gute Planung und eine Portion Glück. Und vor allem Letzteres meinte es gut mit uns, als wir von einem kürzlich entgleisten Zug der Osmanen erfuhren, der eine äußerst interessante Fracht geladen hatte. Okay. Benutzen Sie das Fernglas. Alles klar, machen wir auch. Wir gucken mal, was hier unten los ist. Da eine stehen welche. Eine Patrouille hatte sich den Osmanen angeschlossen, die den Unfall überlebt hatten. Gemeinsam bewachten die Männer das Wrack und warteten auf Verstärkung. Okay, überall stehen sie rum. Da. Gut. Hier ist das Ziel, Dachluke. Dann werden wir uns mal auf den Weg machen. Benutze die Dachluke. Mal schön gucken. Dürfen wir uns ja nicht sehen. Ein einsamer Krieger hat gegenüber einer Streitmacht nur einen Vorteil. Er kann sich unbemerkt bewegen. Wir rennen. Also sieht schon richtig geil aus. Ich hab's gewählt, weil ich finde diese Wüste total geil. Hier, wenn man mal so guckt, wie das alles aussieht. Die Steine, die sehen ja schon echt aus wie echte Steine. Uah. Hier, man sieht sogar die Beine beim Laufen. Hier, Alter. Nimm die Klinge. So. Jetzt werden wir uns mal zur Dachluke begeben. Aber Vorsicht, die sollen uns ja nicht bemerken. Ducken. Auf Kreis. Haben wir. Oder hinschmeißen. Und kriechen. Nee, das dauert zu lange. Rüber. Ja, genau. Ducken. Ermöglicht geräuschloses Voranschreiten. Genau. Gucken,
irgendwie zur Dachluke kommen am besten. Wenn dein Feind bessere Waffen und Ausrüstung hat als du selbst, verstiehl ihn. Oh, da hinten kommt was. Und runterplumpsen. Batsch! Bauchklatscher. Muss irgendwie ran. Kann ich rauf hier? Mist. Ja, und drin da. Und drin. Luke auf hier. Unrealistisch, der Typ liegt im Weg. So, jetzt hier. Oh. Ein Schriftwerk. Abpusten, staubig. Hm, was steht? Arabisch, okay. Das war's. Tja, du dachtest nicht, dass wir rechtzeitig hier sein würden, um dich zu stellen, oder? Lawrence von Arabien. So, zack die Bohne hier erstmal. Eigentlich hatte ich fest darauf gehofft. Herr Lawrence! Das ist ja raffiniert. Nun wird der Jäger zum Gejagten. Also, wer bist du? Oh, wirklich sehr amüsant, meine Liebe. Dein schlimmster Albtraum. Amüsant? Gäbe es keine Männer wie sie, wäre ich frei. Frei also? Du bist frei, wenn du stirbst. Und ich verspreche dir, das Reich wird euch allen diese Freiheit schon sehr bald schenken. Das Reich? Während wir hier stehen, flügt eine Bestie durch die Wüste. Eure Freunde, Familien und Häuser. Ebenso vernichtet wie eure Schlupfwinkel. Bald könnt ihr nirgends mehr hin. Es ist vorbei. Bald ist alles, was ihr kennt. Und liebt. Nur noch Asche. Und dann habt ihr eure Freiheit. Und sterbt. Ihr Bestien! Sarah! Ich weiß, dass du dir nichts mehr wünschst, als diesem Mann die Haut von den Füßen abzuziehen und ihn nackt in die Wüste zu jagen, damit er krepiert. Bedenk es nochmal. Du hast recht. Es tut mir leid, meine Freundin hier ist mitunter etwas schroff. Sie werden mir jetzt sagen, wie wir ihren Zug erreichen. Damit er uns in die Falle geht und zerstört werden kann. Um überhaupt mit dem Zug kommunizieren zu können, bräuchtet ihr ein ganzes Buch voller geheimer Codes. Oh, sie meinen dieses hier. Was wir gerade geklaut haben. Ihr werdet den Fortschritt niemals aufhalten. Eines Tages wird die ganze Welt nach eurem Land und dem schwarzen Gold unter seinem Sand greifen. Warten wir es ab, mein Freund. So. Natürlich reichte die Beschaffung des Codebuchs nicht aus. Um diesen eisernen Drachen zu zerstören, diesen Kanawa, wie die Osmanen ihn nannten, mussten wir mit drei verschlüsselten Befehlen seine Gefechtsbereitschaft aufnehmen. Die Osmanen hatten entlang der Eisenbahnlinie mehrere Außenposten errichtet, deren Kommandeure Kapseln für vordringliche Nachrichten bei sich trugen. Wir mussten unsere Befehle in diesen Kapseln verschicken, da sie der Zug sonst nicht akzeptiert hätte. Es würde nicht leicht werden, das Dorf zu infiltrieren, nachdem sich dort eine Abteilung osmanischer Soldaten häuslich eingerichtet hatte. Die Osmanen haben einen abgelegenen Wüstenposten eingerichtet. Er ist nur leicht verteidigt, aber bestens mit Waffen und Fahrzeugen ausgestattet. Sie rechnen offenbar nicht mit einem Angriff. Die ganze Ausrüstung könnte nützlich sein, falls du sie verwenden möchtest. Die antiken Ruinen waren alles, was noch an eine längst vergessene Zivilisation erinnerte.
Inzwischen hatte die moderne Welt des Osmanischen Reiches in Form von Panzerfahrzeugen und Feldgeschützen dort Einzug gehalten. Das war doch drei so ein Kommandeure mussten eliminiert, Waffenlager? Drei persönliche Nachrichtenkapseln gestohlen und mit unseren falschen Befehlen auf die Reise geschickt werden. Wie Sarah diese gefährliche und tollkühne Mission meistern würde, blieb ihr überlassen. So, wir sollen jetzt hier irgendwelche Informationskapseln räuberisch erräubern. Die Beduinen schätzen ihre Pferde, da sie ihren Reitern eine beispiellose Schnelligkeit und Mobilität verliehen. So, ausspähen. Da sieht man aber nicht viel. Na egal. Wollen wir mal hin. Späher einer der osmanischen Festungen aus. Das machen wir aber. Wir müssen vorsichtig sein. Wir wollen halt keinen Krieg. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ach da. Da muss ich hin, oder was? Okay, lassen wir mal das Pferd hier. Runter hier vom Gaul. Also wir müssen die jetzt verwirren, indem wir uns diese Kapseln besorgen. Und die dann mit so eine Tauben quasi falsche Befehle wegschicken. So, jetzt hier rennen wir. Schleichen wir rein. Guck mal, wie das mit den Schatten aussieht. Rüberrennen. Hoch. So, komm jetzt. Ist hier jemand? Hä? Ist doch keine Sau. Doch, da unten ist einer. Oh, so ein Flammenwerfer-Typ, verdammt. Aha. Die Berge? Da ist diese Box. Diese Taubenbox. Da ist die Taube drin. Da muss der Brief hin. Aber der Kommandant oder so? Eliminiere, ja genau, da oben. Eliminiere den Kommandant. Wo ist der Kommandant? Denn der hat diese kleine Kapsel, wo dieser kleine Befehl reinkommt, den nachher ja die Taube braucht. Mist, ich muss da runter. Oh, rüber aufs Haus gesprungen. Oh, scheiße, lang gemacht. Deckung. Was ist denn der Kommandant? Ist das der Kommandant? Nee. Also hier ist das Täubchen. Was nachher... Oh, 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 der hat mich schon gesehen. Schön schnell wegschleichen. Na, um die Ecke rennen. Dagegen habe ich keine Chance. Vorsichtig sein. Durchrennen. Oh, wo ist der verdammte Kommandant? Guck mal, der sucht jetzt mich. Der denkt sich, oh, ich habe was gehört. Was habe ich nur gehört? Kann doch nicht so schwer sein. Das ist nicht der Kommandant. Hm.
Aua. Wo ist er denn? Noch so ein Flammenwerfer-Fuzzi. Wir laufen jetzt hier die Gegend ab. Ist egal, bis wir den Kommandanten haben. Jetzt mal hier runterspringen. Hoch. Mann, Mann. Das gibt's doch nicht. Hier hinten vielleicht? Ob wir das schaffen? Boah, oh, fast. Hier eine Tür öffnen. Wer ist da drinnen? Ist er noch nicht drin? Ey, beim ersten Durchlauf habe ich den sofort gefunden, wa? Hä? Ist keiner? Gibt's da nicht. Ach, da ist noch einer. Gibt's doch nicht. Was ist denn der verdammte Typ, Alter? Muss ich hier erst doch laut werden? Da unten. Mensch. Oh. Schon wieder aufmerksam geworden. Ich könnte ihn ja angreifen. Jetzt von hinten. So, erstmal eine Waffe. Ich glaube, ich habe ihn. Mist. Hab mich doch entdeckt, die Sau. Ah. Jetzt gibt's Action. Oh. Mann, Mist. Komm her. Boah, Alter. Ist der in die Luft geflogen, der Typ. Jetzt habe ich aber ein Problem. Mist. Eigentlich wollte ich das nicht. Eigentlich wollte ich keinen Trouble machen, aber ich musste ja... Ich muss den Kommandant finden. So. Ups. Ah. Muss mir erstmal Munition holen. Ist das beschissen? Da! Kleugt den einfach mal ein bisschen Munition hier. Wie jetzt? Mich aber nicht. Oh, Sniper. Gut.
Warte. Eigentlich wollte ich hier durchschleichen und jetzt nicht, jetzt wird es doch eine frontale Action-Aktion. Zumindest hier in dem Dorf. Eliminiere den Kommandanten. Immer noch. Jetzt kann ich auch alle umlegen. Super. Ach, mein Gott. Aber egal. Jetzt suchen wir den verdammten Kommandanten. Egal. Oder ey, wäre ja noch besser. Ist ein Ladefehler einfach. Der Kommandant wurde gar nicht geladen. Jetzt hier drin. Ist egal. Los, wo sind die? Gib mir verdammt nochmal, was ich haben will. Da ist er! Mann, ey, versteckt er sich im Haus, die Sau. Da ist der Teil, was ich brauche. So, und jetzt zur Taube. Den falschen Befehl an die Leute schicken. Ui! Boah. Ey, da hat er sich im Haus versteckt! Mann! So, schön Täubchen. Und flieg. Ein einzelner Befehl würde nicht reichen. Gemäß dem osmanischen Protokoll musste er dem Zug in dreifacher Ausfertigung vorliegen, um gültig zu sein. Neues Einsatzziel. Sperr eine der übrigen osmanischen Festungen aus. Okay. Guck mal, wie geil, ey, ich weiß nicht, ich find's einfach nur geil, wie es aussieht. Hm, wo reiten wir hin? Nach da. Ja, so Richtung Norden, so ein bisschen. Nordwest. Oder? Ne, machen wir da. Nach da drüben. Nach dem Süden. Gucken wir mal, was wir hier machen müssen. Hier ist es nämlich dasselbe, glaube ich. Ja doch, na klar. Komm. Okay, den Gaul lasse ich hier stehen. Müssen wir jetzt erstmal wieder einen hohen Punkt suchen. Komm her, kletter. Fernglas rausholen. Wo ist der Kommandant? Aber wehe, du versteckst dich diesmal nochmal so blöde. Keine Sau in Sicht. Also, los. Oh. Mal schleichen, nicht, dass wir jetzt hier einen überraschen. Auf Toilette oder so. Okay. Öffne die Waffenkiste. Die Granaten, der Weg besser. Ah, klettern wir hoch. Nein, 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 nein. Ah, hinleg. Nimm das Messer. Nein, ey, verdammt.
Ich wollte eigentlich, dass die das nicht machen. Ich wusste nicht, dass der Typ hier oben ist. Oh, verdammt. Okay, kommt her. Ja, erwischt die Sau. Weggesniped. Oh! Nein. Okay, tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. Ein Panzer. Abhauen. Das zu Lebensmittel. Ui. Hm. Hab eine kranke Idee. Boah. Er schießt nicht richtig, aber er hat auch kein Zielwasser getrunken. Ey. Fahr los. Komm her. Fahr zurück. Oh. Egal, jetzt kann ich auch irgendwie anders rumlaufen. Ah, hier ist wieder die Taube. Jetzt wird es hier wieder eine Ein-Mann-Show, Alter. So eine Rambo-Nummer oder was? Das ist der Kommandant. Glaube ich, oder? Ja, der Kommandant. Ich habe ihn erwischt. Aber... Nein. Hau ab. Boah. Ah, ich bin tot. Hab zu viel gewollt. Naja. Machen wir es nochmal. Saubande. Ja, wir wissen's. Wo war denn? Welche Richtung? Ach so, ja, ich kann gerade ausgehen. Mal versuchen, das auch... Das muss doch möglich sein, das auch zu schaffen, ohne alle umzulegen. Komm. Hierher, ich nehme dich von hinten. Genau, von hinten. Habe ich ihn genommen. Wo bist du, Kommandant? Von hinten, du bist, vor allem, du bist ganz gefährlicher mit deinem Riesengewehr da. Nein! Mann! Geh unter! Geht nicht! Eigentlich nicht richtig. Also der hat hinten gar keine Deckung, den hätte ich eiskalt erwischt. Frechheit.
Panzer. So. Immer zusammenreißen hier. Kann hier nicht durchlaufen. Das ist hier. Wolltet ihr doch so ein bisschen mit Schleichen machen und hier nicht durchrennen. Aber ich bin zu ungeduldig. Ja, vor allen Dingen nervt mich das, wenn ich den Kommandanten nicht finde. Hier oben ist das Vogelhaus. Oh. Ey, der konnte aber noch nicht Bescheid sagen, oder? Das gilt jetzt nicht. Okay, alle anderen sind ruhig. Also hier muss ich, hier darf ich eigentlich gar keinen Krieg anfangen. Hier sind so viele Panzer. Das ist total bescheuert, wenn ich das mache. Aber komm, Kommandant. Wo bist du? Nee. So. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Da habe ich dich, Kommandant. Und da werde ich jetzt hingehen. Genau. Hä? Was soll denn der? Soll der still sein hier? Der kann gar nicht mich gesehen haben. Egal. Gib her hier, den Einsatz hier. Weg hier! Verdammt! Raus! Uah. Lauf! Lauf! Boah! Es hagelt! Es hagelt Granatfeuer! Uah. Mensch! Wer schießt? Niemand! Oh, jetzt aber wird's höchste Eisenbahn. Los! Schick die Befehle raus! Okay, und weg. Jetzt heißt es... Große Hoffnungen in Sarahs Fähigkeiten. Jetzt muss ich nur noch entkommen. Macht keinen Sinn zu kämpfen gegen Panzer, wenn man so unterbewaffnet ist wie ich hier. Nochmal davon gekommen. Lauf, lauf! Hey! Hey, du Sau! Muss in Bewegung bleiben. Der Sniper da. Der ist ja weit weg, Alter. Erwisch den mal. Geht nicht. Jetzt geht der Kampf gegen den Sniper. Mann, diese Spielverderber da hinten, ey. Erkunde die letzte osmanische Festung. Und wo ist die? Ah, okay.
legen wir da zu Fuß zurück in der Wüste. Wir sind entkommen und rennen über die Dünen Richtung letztes osmanische Dorf. Ich glaube, wir haben sie abgehangen. Wir haben sie abgehangen. Also laufen wir in Richtung osmanisches Dorf. Oder Festung. Und suchen den Kommandanten. Aber wir wollen diesmal kein Blut vergießen. Hoffen wir es zumindest. Okay. Da ist es. Vielleicht soll ich schon kriechen. Nein. Da auf die Düne krieche ich jetzt rauf. Ja. So, hol dir das raus. Pferd zum Abhauen. Oh Mann, ihr blöden Säcke, das ist doch nicht euer Ernst. Doch Kacke, Alter. Müsst ihr denn machen? Sag mal. Mann. Vielleicht hätte ich wegrennen sollen. Scheiß Auto. Controller. Naja. Fehlentscheidung gerade. Ich hätte weglaufen sollen. Oder einfach mehr Skill. So, jetzt sei cool. Wegen ein Pferd. Also, komm, Lenny, reit mal hin. Na? Der Kommandant. Das war ja diesmal easy. Ja. Und die letzte Nachricht abschicken. Durchrennen. Risiko. Sie sind aufmerksam, aber ich krieg weg. Kann ich da durchkriechen? Ach, zu eng. Außenrum? Mist. Ich möchte kein Aufsehen erregen. Schön unauffällig bleiben. Ach, jetzt kommt auch noch dieses blöde Auto wieder da. Könnt ihr nicht eure Kaffeepause woanders machen? Okay. Was denn jetzt? Dreckschwein! Verdammtes! Tja, meine Liebe, die Nachricht wurde längst geschickt.
aber nicht die Nachricht, die du dir gewünscht hättest. Das ist unser Plan. Lorenz war so ein guter Gastgeber. Was für ein Jammer, dass ich fliehen musste. Natürlich nicht, ohne mir die Position von Lorenz Lager zu notieren. Das heißt, der Zug kennt sie auch. Zweimal hast du dem Zug gesagt, alles wäre in Ordnung. Aber von mir weiß er, wo er angreifen muss. Die Bestie hat die Witterung aufgenommen, meine Liebe. Und sie wird dich und deine Rebellenfreunde vernichten. Fehler, Fehler, Fehler. Erst durch den Feuersturm der Kanone. Dann mit den Truppen, die alle Überlebenden ausradieren werden. Die Legende von Lorenz von Arabien stirbt heute Nacht. Wenn ich mal überlege, das Spiel soll, hat FSK 16, ja? Richtig brutal hier. Mein Messer geding in den Hals gerammt. Ja, wir haben es gerade noch geschafft. Tilkeci war ein Narr zu denken, wir würden nach seiner Flucht bleiben. Der Kanawar wird nicht aufhören, uns zu jagen. Gut, lass mich nachdenken. Der Zug ist lange unterwegs. Er muss also irgendwo Wasser aufnehmen und dort schlagen wir zu. Also gut. Ich erledige die Wachen und deponiere dann Sprengsätze an den Gleisen. Ja, ich sammle unsere Kämpfer. Wenn ich die Gleise sprenge, setzt der Zug in der Falle. Sobald ihr die Explosion hört, greift mit allem an, was ihr habt. Das ist gut. Aber es könnte durchaus sein, dass die Männer nicht kommen. Es wäre möglich, dass du auf dich gestellt bist, nachdem du die Sprengsätze gezündet hast. Tja, das weiß ich wohl erst, wenn es soweit ist, was? Bumm, die Maus. Geht weiter. Ich hatte gerade ein Speicherproblem. Ist egal, wir spielen weiter. Schade. Ist jetzt ein bisschen abrupt. Neues Ziel. Zerstöre alle osmanischen Fahrzeuge. Okay, das machen wir auch. Aber wie immer versuchen wir, keinen Ärger zu machen. Aber wie wir ja gesehen haben, meine lieben Leute, schaffe ich das nicht immer. Aber egal. Dann hier runter. Oh, das ist der erste mich schon. Egal, hier rein. Haben wir hier. Granaten. Ja, okay. Hm. Ja, genau das brauchen wir. Ich will nämlich diese verdammten Dinger einfach in die Luft jagen. Was steht denn hier? Okay. Okay, machen wir mal, dass wir ein bisschen draußen rumlaufen. Ich finde das immer noch voll geil mit den Schatten so. Nein, 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 der soll mich nicht sehen. Okay, hat mich nicht gesehen. Wie hat er mich doch gesehen? Ja, hat er. Aber ich werde mich verteidigen, du blöde Sau. Ey, ich sag dir. Gibt's doch nicht. Boah. Jetzt habe ich den Sniper umgelegt. Diese dämlichen Schweine, Alter. Oh, 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 was kommt denn da? Egal, dann rennen wir zu unseren Zielen. Und rein hier.
Boah, ist das weit. Will sein. Ich hoffe nicht, dass ich zu viel Widerstand jetzt habe. Wo ist das erste Auto? Wo ist denn die verdammte Karre? Alter, nein, nein, nein. Geht nicht. Was sind das hier? Aber erst das Auto im Eimer. Ist ja doch hier wieder der Rambo in mir rausgekommen. Ah da, den. Weggenatzt. Wer keift denn hier so rum, Mann? Das ist doch nicht normal. Alter, ist das ein Gerusher. Meine Fresse, Kacke. Ach, wenn ich nicht einmal drauf gehe, dann stimmt irgendwas nicht, glaube ich, oder? Der Mensch schmiedet Pläne und Gott lacht. Wie sich herausstellte, wimmelte es in dem kleinen Ort, in dem wir den Zug überfallen wollten, von feindlichen Truppen. Wir mussten also zunächst diese Soldaten ausschalten, ehe wir unsere Sprengsätze deponieren konnten. Okay. Ach verdammt, ich habe ja noch gar keine... Die muss ich mir erstmal holen, die Dinger. Ich hatte gerade die Idee, ich könnte die ja gleich in die Luft jagen, dann würde ich auch die ganzen Leute, die da drinnen sind, umbringen. Oder umlegen vielmehr. Ausschalten, wie auch immer. Okay, die brauche ich. Nehmen wir alles mit. Komm, dich lege ich um. Du machst so als erster Ärger da oben. Gehen wir andersrum. Sorry, ich hab doch direkt. Ich habe auch das Auto-Aim ausgemacht, also. Ich mag dieses Nachziehen nicht. Dieses automatische Aim. Weggeratzt. Ja.
Nein, wird nichts. Und den zweiten. Hier runter. Jetzt verziehen wir uns erstmal wieder. So, hier weg hier. Sollen gar nicht wissen, wo ich bin. Da ist er, da ist er. Bam. Wow. Und weg. Räume das Dorf von osmanischen Feinden. Na super. Das heißt, das Dorf, wir müssen ballern. Den Ort gesichert hatte, konnten wir die Falle für den nahen Entzug vorbereiten. Kommt her. Ich werde mich hier aufhalten. Ja. Yeah. Hm. Wo sind die? Soll ich wirklich jetzt jeden hier umlegen? Boah. Die Nase, was ist das? Ah. Okay, dich von hinten, von hinten, von hinten. Oh Mann. Oh. Eklig. Okay. Okay, dann gehen wir hier hoch. Ach. Okay, weiter. Ich soll das Dorf räumen. Vom Feinden. Na dann hier. Was stand da? Okay, den müssen wir uns später vornehmen. Schau mal. Der kann doch nicht unsterblich sein. Denk mal ein.
Okay, dann krieg ich dich von hinten. Ist mir egal. Dann kriege ich dich jetzt von hinten. Ist mir egal. Kriegst du hier den hier. Auf hier! Ist hier irgendwie raus wieder? Zeig doch! Ja, damit hast du nicht gerechnet, wa? Als Sarah den Ort gesichert hatte, konnten wir die Falle für den nahen Entzug vorbereiten. Boah! Also. Falle gelegt. Panzerzug. Boom. Vernichten wir das Scheißteil. So, jetzt aber los, ja? Und jetzt hier. Nee. Boah, weg hier, weg, 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 weg. Zu viel Theater. Munition. Jetzt muss die Munition her. Wir machen das dumme Ding platt. Oh. So weit hinten. Da. Mann, was ist denn hier los? Nee. Okay. Komm, den hier. Ah, nein. Wir wurden zerbombt. Was soll's? Machen wir es ganz normal. Also hinrennen. Die Dinger da schmeißen. Machen wir es so. Ein wildes Drumherum hier. Schöne Scheiße. Oh. Die Hälfte geschafft. Mensch, Herrgott, hier, was los? Hier geht aber ab. Lauf durch. Thank you.
Mann. Das ist doch erbarmungslos hier, oder? Ey, du musst ja permanent in Bewegung bleiben. Holen wir uns erstmal noch Muni. Ich will jetzt hier durch, verdammt! Ne, den möchte ich nicht. Kaputt, du Ding. Jetzt aber. Komm, ey. Bitte jetzt nicht auf die letzten Meter hier abkacken. Ist hier noch irgendwo ein Geschütz? Komm, letzter Schuss hier. Komm, gib den Karren den Rest jetzt. Haus weg hier, verdammt. Gibt's doch nicht. Weg hier mit dem scheiß Haus. Verdammt. Ach, da hinten ist der, verdammt. Völlig falsch gezielt. So, jetzt, Alter. Fahr zur Hölle. Er ist, glaube ich, im Arsch. Yeah! Geschafft. Ja, Mann, endlich. Rache kann süß oder bitter sein. Was sagst du dazu, Sarah? Oh, ah, geil war's schon. Lasst uns loslegen. Sag mal, was weißt du über Schlachtschiffe? Gegen Ende des Ersten Weltkriegs waren die Osmanen aus Arabien vertrieben. Allerdings brachen Frankreich und Britannien ihr Versprechen einer arabischen Unabhängigkeit. Jo, Mann. T.E. Lawrence ist bis heute umstritten. Der Krieg um das Öl wird immer noch geführt. So. So, das war's an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also ich hatte auf jeden Fall Spaß, auch wenn es an manchen Stellen ein bisschen nervig war und ich fast wieder die Geduld verloren habe, weil ich halt eigentlich ein Rusher bin. Aber naja, was soll's. Hat halt Spaß gemacht. Macht's gut, euer Tornado. Ciao.